Durchaus die Jahrbücher der Geschichte tauchen unzählige Figuren auf, umhüllt von einer Aura der Intrige und des Rätsels. Eine solche Person sticht stark gegen die Leinwand der Zeit hervor. Maria Magdalena. Als Heilige verehrt, als Sünderin verdammt, ihr Leben war über zwei Jahrtausende hinweg Gegenstand hitziger Debatten. Doch was verbirgt diese rätselhafte Figur unter den Schichten der Vermutungen? Wie konnte diese Frau aus einem Fischerdorf zu einer der rätselhaftesten Gestalten in der religiösen Geschichte werden? Erstmals tauchte sie in den Evangeliumserzählungen des ersten Jahrhunderts im Jahr des Herrn auf. Maria von Magdala wurde in verschiedene Rollen geworfen. Eine reuige Sünderin, eine intime Begleiterin Christi und die Apostelin der Apostel. Aber diese Interpretationen sind nur Fragmente eines viel größeren Mosaiks. Während wir Marias kompliziertes Narrativ entwirren, werden wir uns auf die Schriften der frühen Kirchenväter stützen, die umstrittenen Perspektiven in den gnostischen Evangelien in Betracht ziehen. Wir werden die Perspektiven von Persönlichkeiten wie Papst Gregor I. erforschen, dessen Predigten Marias Ruf als reuige Sünderin festigten, und Dan Brown, dessen Roman Der Da Vinci Code erschütternde Theorien über Marias Rolle im Leben Christi und die Entwicklung des Christentums vorschlug. Um die Worte von Sankt Augustinus zu zitieren, die Wahrheit ist wie ein Löwe. Du musst sie nicht verteidigen, lass sie los. Sie wird sich selbst verteidigen. Während wir die Geschichte von Maria Magdalena entwirren, lassen wir die Wahrheit hervortreten und enthüllen eine Geschichte, die sowohl erschreckend als auch erhellend ist. Begleiten Sie uns auf diese Reise in das rätselhafte Leben und die mutmaßlich dunkelsten und schmutzigsten Geheimnisse von Maria Magdalena. Willkommen im Tagebuch von Julius Caesar. Die rätselhafte Maria Magdalena, ein biblisches Symbol, erhellt. Im lebendigen Wandteppich des Neuen Testaments ist Maria Magdalena eine besonders faszinierende und interessante Figur. Eine jüdische Frau des ersten Jahrhunderts, Maria von Magdala, wie sie auch genannt wird, stammt aus Magdala, einem wohlhabenden Fischerdorf am See Genezareth. Unter den Anhängern von Jesus Christus ist sie eine prominente Figur. Ihr Name erscheint ein Dutzend Mal in den kanonischen Evangelien, öfter als die meisten der Apostel. Maria wird als hingebungsvolle Jüngerin Jesu erwähnt, die nach Lukas Eid 2 von 7 Dämonen geheilt wurde. Eine Beschreibung, die vielleicht auf eine schwere Krankheit oder einen spirituellen Kampf hinweist, gemäß den kulturellen Metaphern dieser Ära. Es ist wichtig zu erkennen, dass Marias Leben, wie es im Neuen Testament dargestellt wird, das Leben einer frommen Anhängerin ist. Sie war bei Schlüsselereignissen im Leben. Jesu anwesend, eine unerschütterliche Zeugin seiner Reise. Sie stand an seiner Seite bei der Kreuzigung und weigerte sich zu gehen, als viele geflohen waren. Sie war bei seiner Beerdigung dabei und vor allem war sie laut allen vier Evangelien die erste Zeugin des auferstandenen Jesus. Ein bemerkenswerter Punkt der Spekulation um Maria betrifft ihre Beziehung zu Jesus. Dies war Gegenstand von Vermutungen, Debatten und Kunst seit Jahrhunderten, wobei einige Theorien vorschlagen, dass sie möglicherweise eine besondere Bindung oder Verlobung hatten, ein Thema, das in nicht-kanonischen Texten und späteren Interpretationen weit verbreitet ist. Solche Theorien stammen jedoch größtenteils aus Interpretationen und Extrapolationen und nicht aus direkten biblischen Belegen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Bezeichnung von Maria als Dame der Nacht erst im Mittelalter aufkam, als Folge von Verwechslungen durch Papst Gregor I. im 6. Jahrhundert, der ihre Geschichte fälschlicherweise mit denen anderer biblischer Frauen zusammenfügte. Dies führte zu einer verzerrten Erzählung, die Marias Bild über ein Jahrtausend prägte. Historisch gesehen war Marias Charakterisierung eine Mischung aus Missverständnissen, die sie mit der namenlosen Sünderin im Lukasevangelium und Maria von Bethanien verband. Auffällig ist, dass Marias Leben und Charakter eine Verkörperung von Transformation und Erlösung darstellen, was sie zu einem bleibenden Symbol der Hoffnung und Widerstandsfähigkeit macht. Sie wurde als eine ermächtigende weibliche Figur innerhalb des Christentums anerkannt, ein Modell des festen Glaubens und der Hingabe. Über die Jahrhunderte hinweg wurde ihr Bild von vielen berühmten Künstlern, von Tizian bis Caravaggio, oft mit einem roten Gewand oder einem Krug mit Salböl gemalt, was ihre Handlung der Salbung der Füße Jesu symbolisiert. Im apokryphen Evangelium nach Maria, das wahrscheinlich im 2. Jahrhundert verfasst wurde, wird Maria in einer Führungsrolle unter den Aposteln gezeigt
was auf ihren verehrten Status in einigen frühen christlichen Kreisen hinweist. Der Text präsentiert eine alternative Sicht auf das frühe christliche Denken und zeigt einen inklusiveren Ansatz zur Rolle der Frauen in der spirituellen Gemeinschaft. Die Reise von Marias Bild durch die Chroniken der Geschichte war jedoch eine turbulente. Von einer hingebungsvollen Jüngerin wurde sie als Dame der Nacht fehlcharakterisiert, nur um in jüngster Zeit als Figur weiblicher Stärke und Hingabe wieder in Anspruch genommen zu werden. Mit dem Aufkommen der feministischen Theologie im 20. Jahrhundert gab es eine konzertierte Anstrengung, ihre wahre biblische Darstellung wiederherzustellen. Heute steht sie nicht nur als Figur der Vergangenheit, sondern als Leuchtfeuer für zukünftige Generationen und spiegelt das Potenzial der Rolle der Frauen in spirituellen Traditionen wider. Die rätselhaften Echos des Evangeliums von Maria, ein altes Narrativ enthüllen. Das Evangelium von Maria ist nicht ihr durchschnittliches biblisches Manuskript. Ein Text, der nicht in den Standardkanon des Neuen Testaments aufgenommen wurde, hallt aus einer alten Vergangenheit wider und wirft ein einzigartiges Licht auf die Geschichte und die Überzeugungen des frühen Christentums. Auf unserer Reise durch die Chroniken der Zeit bietet uns dieses Evangelium ein eindrucksvolles Zeugnis für die vielfältigen Verständnisse, die die frühen Phasen des christlichen Denkens prägten. In den Bereichen der christlichen Apokryphen nimmt dieses Evangelium einen bedeutenden Platz ein. Ende des 19. Jahrhunderts, auf einem Antiquitätenmarkt eines Mönchs in Kairo, Ägypten, entdeckt, war die Existenz des Evangeliums zunächst durch einen 5. Jahrhundert Papyrus-Kodex in Sahidi-Koptisch bekannt. Der ursprüngliche griechische Text, aus dem er wahrscheinlich übersetzt wurde, soll irgendwann Ende des 2. Jahrhunderts verfasst worden sein. Im Gegensatz zu anderen Evangelien trägt dieses einzigartig den Namen einer Frau, Maria, die oft mit Maria Magdalena identifiziert wird. Trotz seiner fragmentarischen Natur bietet das Evangelium von Maria eine faszinierende Darstellung von ihr. Es zeichnet ein lebhaftes Bild einer Maria, die nicht nur eine Anhängerin Jesu ist, sondern eine Führungsperson, eine Vertraute und eine Quelle spiritueller Weisheit und Erleuchtung. In diesem heiligen Text wird Maria gesehen, die Lehren weitergibt, die sie in einer Vision von Jesus nach seiner Auferstehung empfangen hat. Dieses rätselhafte Evangelium wurde als ein Mittel für gnostische Lehren interpretiert, einen Zweig des Christentums, der persönliches spirituelles Wissen, Gnosis, über orthodoxe Lehren und hierarchische Strukturen betont. Die gnostische Christenheit, oft als divergenter Strang des frühen christlichen Glaubens gesehen, behauptete, dass Erlösung durch spirituelles Wissen erreicht werden könnte, ein Grundsatz, der im Evangelium von Maria widerhallt. Der gnostische Einfluss des Evangeliums zeigt sich in seinen Lehren über das Überwinden der Prüfungen der Seele, die vergängliche Natur der Materie und das Potenzial des menschlichen Geistes für die göttliche Einheit. Ein denkwürdiges Zitat, das Maria zugeschrieben wird, fasst das Ethos des Evangeliums zusammen. Es gibt so etwas wie Sünde nicht. Vielmehr produziert ihr selbst Sünde, wenn ihr euch gemäß eurer Natur mischt. Es ist Feuer. Das Evangelium von Maria untergräbt die konventionellen Geschlechternormen seiner Ära und präsentiert eine kraftvolle weibliche Stimme im frühen christlichen Diskurs. Es leitet eine bewegende Erzählung ein, in der Petrus und Andreas die Eignung Marias, diese spirituellen Lehren zu halten und zu teilen, in Frage stellen, ein Szenario, das frühe Kontroversen über die Rolle der Frauen in der christlichen Gemeinschaft widerspiegeln könnte. Tatsächlich bietet das Evangelium von Maria ein alternatives und faszinierendes Porträt von Maria Magdalena, das im Kontrast zu ihrer orthodoxen Darstellung steht. In ihm tritt sie als eine zentrale Figur hervor, eine Trägerin tiefgreifender spiritueller Lehren und eine Autoritätsperson innerhalb des apostolischen Kreises. Die Auswirkungen dieses Evangeliums auf unser Verständnis der frühchristlichen Geschichte können nicht hoch genug eingeschätzt werden. Es bietet eine alternative Linse, durch die man die spirituelle Landschaft der damaligen Zeit betrachten kann und veranschaulicht die Pluralität und Vielfalt im frühen christlichen Denken. Darüber hinaus bestätigt das Evangelium von Maria die Bedeutung der Stimmen von Frauen in religiösen Erzählungen und bietet einen einzigartigen Einblick in die Rolle von Frauen in den frühen christlichen Gemeinschaften. Der schimmernde Schleier der Magdalena. Maria als Symbol der weiblichen Stärke. Im komplexen Gewebe der Religionsgeschichte steht Maria Magdalena als eine Figur, die in Geheimnis und Faszination getaucht ist.
Im Laufe der Jahrhunderte hat ihr Bild eine radikale Verwandlung durchlaufen. Von der missverstandenen Jüngerin bis hin zum Symbol der Erlösung hat sich Maria Magdalena in der heutigen Zeit als Ikone der weiblichen Ermächtigung hervorgetan. Spulen wir zurück ins erste Jahrhundert, in die Zeit, als Maria das Land Judäa durchquerte. Sie war eine der wenigen Frauen, die im Neuen Testament genannt wurden, und eine der noch wenigeren, die mehrmals erwähnt wurden. Es ist wichtig zu bedenken, dass die Gesellschaft in dieser Zeit hauptsächlich patriarchalisch geprägt war. Doch in den Erzählungen der Evangelien tritt Maria als eine engagierte Jüngerin und bedeutende Figur hervor. Ihre Bedeutung wird in einem der wichtigsten Ereignisse des christlichen Glaubens hervorgehoben, der Auferstehung Jesu Christi. Laut allen vier kanonischen Evangelien war Maria die erste Zeugin des auferstandenen Jesus. Dieses Privileg, einer Frau gewährt, war revolutionär in einer Zeit, in der Frauenzeugnisse oft missachtet wurden. Im nichtkanonischen Evangelium der Maria, das im 2. Jahrhundert verfasst wurde, wird diese Erzählung weiter ausgebaut. Maria ist nicht nur eine passive Anhängerin, sondern eine geistliche Führerin, eine Visionärin, die die Lehren Jesu mit seinen Aposteln teilt. Sie hält sich selbstbewusst, selbst wenn sie Skepsis von ihren männlichen Kollegen entgegengebracht wird. Sie ist ein Leuchtfeuer der Stärke und hebt das Potenzial für weibliche Führungsrollen in der frühen christlichen Ära hervor. In einer Zeit, in der Frauen hauptsächlich auf den häuslichen Bereich beschränkt waren, ist die Darstellung Marias als einflussreiche Figur innerhalb der frühen christlichen Gemeinschaft bemerkenswert. Durch ihre Geschichte bekommen wir Einblicke in eine religiöse Gemeinschaft, in der Frauen entscheidende Rollen spielten und aktiv an spirituellen Diskussionen teilnahmen. Das Bild von Maria Magdalena nahm im Mittelalter eine drastische Wendung, als Papst Gregor I. sie mit anderen biblischen Frauen zusammenfasste, was dazu führte, dass sie als reuige Dame der Nacht falsch dargestellt wurde. Jahrhundertelang überschattete dieses verzerrte Bild das wahre Wesen von Maria Magdalena. Aber in jüngster Zeit hat es eine konzertierte Anstrengung gegeben, ihr wahres Bild wiederherzustellen. In der Welle der feministischen Bewegung im späten 20. Jahrhundert wurde Maria Magdalena wiederbelebt, nicht nur als treue Jüngerin, sondern auch als starke, unabhängige Frau. In einer Welt, die nach Geschlechtergleichheit strebt, wurde ihr Bild von den Spinnweben jahrhundertealter Fehlinterpretationen befreit. Frauen und Männer gleichermaßen fanden in Maria ein Symbol der Widerstandsfähigkeit, Stärke und weiblichen Ermächtigung. Auch in der Populärkultur wurde Maria als starke Frau dargestellt, die sich nicht scheut, gesellschaftliche Normen zu brechen. In Romanen und Filmen wie The Da Vinci Code wird sie als einflussreiche Figur dargestellt, eine Erzählung, die, obwohl fiktiv, dazu beigetragen hat, die Diskussion um Maria Magdalena zu erweitern. Durch das Prisma der Wahrnehmung, die missverstandene Identität von Maria Magdalena. Die Geschichte von Maria Magdalena, einer zentralen Figur in der christlichen Erzählung, ist eine, die von Jahrhunderten des Missverständnisses und der Missinterpretation geprägt ist. Das Bild von Maria als reuiger Dame der Nacht ist ein solches Missverständnis, ein Fehler, der nicht aus faktischen Beweisen, sondern aus einer fehlerhaften Interpretation im Mittelalter entstand. Um dieses Missverständnis zu verfolgen, reisen wir zurück ins 6. Jahrhundert, als Papst Gregor I. eine Reihe von Predigten hielt. In einer solchen Predigt verwechselte er Maria Magdalena mit zwei anderen im Neuen Testament erwähnten Frauen, einer namenlosen Sünderin und Maria von Bethanien. Mit diesem unbeabsichtigten Durcheinander wurde Maria Magdalena als reuige Sünderin dargestellt, die Erlösung an den Füßen Jesu suchte, eine Erzählung, die ihr Bild für Jahrhunderte dominierte. Diese Darstellung, die jeglicher historischer Genauigkeit entbehrt, wich dramatisch von der Darstellung Marias im Neuen Testament ab. In den kanonischen Texten ist sie eine standhafte Anhängerin Jesu, anwesend bei seiner Kreuzigung und Auferstehung, ein spiritueller Eckpfeiler in der Gründung der frühen christlichen Bewegung. Es gibt keine Bezugnahme auf sie als Dame der Nacht. Dieses fehlerhafte Etikett ist ein Produkt einer Fehlinterpretation, die leider im Laufe der Zeit Bestand hatte. Die Erzählung von Maria Magdalena als reuiger Frau gewann im Laufe der Jahrhunderte in Kunst und Literatur an Boden. Mittelalterliche Kunstwerke stellten Maria häufig in einem Zustand der Buße dar. Ihre scharlachrote Vergangenheit, oft symbolisiert durch einen roten Mantel,
oder ein Gefäß mit Salbe, was dieses falsche Porträt im öffentlichen Bewusstsein weiter verankerte. Doch es ist wichtig zu beachten, dass diese Verzerrung von Marias Identität nicht in der Realität, sondern in den gesellschaftlichen Normen und Erwartungen der Epoche verwurzelt ist. Sie spiegelt weniger Marias tatsächlichen Charakter als vielmehr die patriarchalischen Vorurteile und Zwänge der Zeit wider, in der die Rollen der Frauen weitgehend eingeschränkt und kontrolliert wurden. Im Jahr 1969 machte die katholische Kirche einen bedeutenden Schritt zur Korrektur dieses langjährigen Missverständnisses. Im überarbeiteten allgemeinen römischen Kalender wurde die Gedenkfeier von Maria Magdalena am 22. Juli explizit mit der Maria identifiziert, die eine Anhängerin Jesu war, getrennt von der sündigen Frau und Maria von Bethanien. Trotzdem hält das alte Bild von Maria als reuiger Sünderin in der Populärkultur an, ein Zeugnis für die anhaltende Macht einer Erzählung, so falsch sie auch sein mag. Heute gibt es eine wachsende Bewegung, das wahre Bild von Maria Magdalena zurückzugewinnen, eines, das auf die Berichte des Neuen Testaments zurückgeht. Gelehrte und Theologen bemühen sich, Maria aus den Verstrickungen der Fehlinterpretation zu befreien und ihren rechtmäßigen Platz als einflussreiche Figur in der christlichen Geschichte wiederherzustellen. Echos der alten Stimmen, die gnostischen Evangelien und das Geflecht des frühen Christentums. Das Entwirren des komplexen Gefüges des frühen Christentums führt uns auf eine Reise jenseits der vertrauten Fäden des Neuen Testaments zu den weniger bekannten Strängen der gnostischen Evangelien. Entdeckt im Jahr 1945 in der Nähe von Nag Hammadi, einer kleinen Stadt in Oberägypten, hallen diese Schriften mit Stimmen der Vergangenheit wider, die unterschiedliche Ansichten über das Christentum vertreten und so die ideologische Vielfalt innerhalb der entstehenden christlichen Bewegung unterstreichen. Die gnostischen Evangelien, insgesamt etwa 52 Texte, werfen Licht auf eine Vielzahl von frühen christlichen Gruppen, von denen viele von der aufkommenden orthodoxen christlichen Einrichtung als heretisch eingestuft wurden. Darunter war das Evangelium des Thomas, eine Sammlung von Jesu Aussagen, die einen eher mystischen, introspektiven Weg zur Erlösung vorschlägt, ein krasser Gegensatz zur orthodoxen Betonung von Glauben und guten Werken. Ein weiterer fesselnder Text ist das Evangelium des Philippus, das ein Konzept der spirituellen Verlobung, einer heiligen Vereinigung der Seele mit dem Göttlichen, durch die Metapher einer Brautkammer symbolisiert, vorstellt. Es bezeichnet Maria Magdalena auch als eine besondere Person für Jesus und gibt einen Einblick in die unterschiedlichen Wahrnehmungen ihrer Beziehung zu ihm in verschiedenen christlichen Fraktionen. Eines der bemerkenswertesten dieser Texte ist das Evangelium der Maria, das Maria Magdalena als Anführerin unter den Aposteln zeigt und oft Streitigkeiten mit Petrus auslöst, eine Abkehr von der orthodoxen Sicht, die sie als passivere Anhängerin sieht. In einer Gesellschaft, in der weibliche Führung selten war, zeigt die Darstellung Marias in diesem Evangelium eine alternative Vision des frühen Christentums, eine, die Geschlechtergleichheit akzeptiert. Unterschiedliche Ansichten über die Natur Jesu kennzeichneten auch die Vielfalt des frühen christlichen Denkens. Das Evangelium des Judas etwa stellt den berüchtigten Apostel als den einzigen dar, der Jesus wirklich verstand, und deutet auf eine komplexe, facettenreiche, frühe christliche Landschaft hin. Diese Texte bieten verlockende Fragmente eines lebendigen, ideologisch vielfältigen frühen Christentums, einen krassen Gegensatz zur oft in der Mainstream-christlichen Denkweise angenommenen Einheitlichkeit. Obwohl sie von der etablierten Kirche als heretisch eingestuft wurden, stellen die gnostischen Evangelien ein reiches Geflecht von Überzeugungen dar, die das kanonische Neue Testament herausfordern und ergänzen. Es ist jedoch zu beachten, dass die Erzählung der gnostischen Evangelien zur Zeit von Bischof Irenäus von Lyon fast ausgelöscht wurde. Um das Jahr 180 nach Christus erklärte er diese alternativen Texte als Häresien und bekräftigte die kanonischen Schriften als die maßgebliche christliche Erzählung. Sein berühmtes Werk Gegen die Häresien suchte die Lehren der Kirche zu konsolidieren und verstummte ungewollt die vielfältigen Stimmen, die die gnostischen Evangelien repräsentieren. Die Entdeckung der gnostischen Evangelien im 20. Jahrhundert signalisierte eine Wiederbelebung dieser fast vergessenen Stimmen. Heute sind sie lebenswichtige Schlüssel zur Entschlüsselung des komplexen und vielfältigen Labyrinths des frühen christlichen Denkens. Das Magdalena-Mysterium, Marias Darstellung im Visier der Populärkultur.
Das Entwirren der Fäden von Maria Magdalenas Erzählung ist zu einer faszinierenden Verfolgung geworden, nicht nur für Historiker und Theologen, sondern auch für die Weber der Populärkultur. Die Veröffentlichung von Dan Browns »Der Da Vinci Code« im Jahr 2003 entfachte ein erneutes Interesse an Marias Rolle und veränderte für immer die Art und Weise, wie die Öffentlichkeit diese ikonische Figur aus biblischen Zeiten wahrnahm. Die Handlung von »Der Da Vinci Code« hängt von einem erdbebenden Geheimnis ab, das von einer geheimnisvollen Organisation, der Priorat von Sion, bewacht wird. Es wird angedeutet, dass Maria nicht nur eine Anhängerin von Jesus war, sondern seine Partnerin, wobei Elemente der Verlobung und Romantik mit der spirituellen Lehre verwoben sind. Obwohl es wichtig ist, sich daran zu erinnern, dass der Da Vinci Code ein fiktives Werk ist, war seine Auswirkung auf das öffentliche Bewusstsein alles andere als imaginär. Seine faszinierende Erzählung schickte Wellen um die Welt und führte dazu, dass das Buch über 80 Millionen Exemplare verkaufte und eine nachfolgende Hollywood-Adaption im Jahr 2006 mit Tom Hanks und Audrey Tautou. Ein Teil der Anziehungskraft des Romans liegt in seiner gewagten Abweichung von der Mainstream-Darstellung Marias, wobei gewagt wird, zu behaupten, dass sie zentral für die christliche Erzählung war, ein krasser Gegensatz zu ihrer oft marginalisierten Rolle in der traditionellen biblischen Erzählung. Der Da Vinci Code schreibt Maria einen Status zu, der den der Apostel gleichkommt, wenn nicht übertrifft, und sie fest in das komplexe Tableau der christlichen Geschichte einbettet. Aber nicht nur der Da Vinci Code gab Maria eine Plattform in der Populärkultur. Tatsächlich war Maria Magdalena schon lange eine Muse für Künstler und Schriftsteller gleichermaßen. Im Jahr 1873 komponierte der französische Schriftsteller Jules Massenet die Oper Marie Magdalene, in der Maria als Dame der Nacht dargestellt wird, die schließlich Erlösung findet. Mit dem Eintritt in das 20. Jahrhundert feierte das Musical Jesus Christ Superstar im Jahr 1970 Premiere und zeigte Maria in einem mitfühlenderen Licht. Es führte das ikonische Lied »I don't know how to love him« ein, das eine Maria zeigt, die mit ihren Gefühlen zu Jesus ringt und ihren Platz in der Popkultur weiter festigt. Der Einfluss von Maria Magdalenas Geschichte in der Populärkultur ist allgegenwärtig und erstreckt sich sogar auf die Modewelt. Die ikonische Frühjahrskollektion 1998 des Modedesigners Alexander McQueen, passend Joan genannt, huldigte den Archetypen christlicher Frauen, einschließlich Maria Magdalena. Vorwärts bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts, die Darstellung von Maria in der Populärkultur durchlief eine weitere Metamorphose. Die Veröffentlichung des Films Maria Magdalena im Jahr 2018 mit Rooney Mara in der Hauptrolle stellt einen bedeutenden kulturellen Moment dar. Es versucht, Marias Erzählung von den Jahrhunderten des Missverständnisses zurückzuerobern und malt das Porträt einer Frau, die keine Dame der Nacht, sondern eine spirituelle Führerin ist. Doch trotz dieser vielfältigen Interpretationen bleibt das wahre Wesen von Maria Magdalena in Geheimnis gehüllt. Ein Rätsel, das noch vollständig gelöst werden muss. Dieses Rätsel fasziniert weiterhin Künstler, Schriftsteller und Filmemacher, die ihre Erzählung innerhalb der Einschränkungen und Freiheiten ihres Mediums neu interpretieren. Der Heilige Bund entwirren, Theorien zur Vereinigung von Jesus und Maria Magdalena. Ein Hauch einer Vorstellung, ein Hinweis auf eine Theorie, der sich durch die Jahrhunderte hindurch gehalten hat, ist die Vermutung einer Vereinigung zwischen Jesus und Maria Magdalena. Diese Theorien entstammen verschiedenen Quellen und pflanzen Samen der Neugier und Faszination, die bis heute weiter gedeihen. Zweifellos ist der bekannteste Verbreiter solcher Theorien Dan Browns The Da Vinci Code, in dem er behauptet, dass Jesus und Maria Magdalena nicht nur Partner waren, sondern auch Nachkommen hatten. Diese kontroverse Theorie fesselte die Vorstellungskraft von Millionen und machte sie zu einer der meistdiskutierten Ideen des beginnenden 21. Jahrhunderts. Die von Brown dargestellte Erzählung ist jedoch nicht vollständig seine Erfindung. Sie fand ihre Wurzeln in der früheren Veröffentlichung eines pseudohistorischen Buches Holy Blood, Holy Grail, geschrieben von Michael Bagent, Richard Lee und Henry Lincoln im Jahr 1982. Das Buch spekulierte, dass Jesus und Maria Magdalena heirateten, Kinder hatten und ihre Blutlinie durch eine Linie französischer Könige
bekannt als die Merowinger-Dynastie, überlebte. Obwohl das Buch von Historikern und Theologen weitgehend kritisiert wurde, entzündete die provokative Theorie, die es präsentierte, eine Flamme, die weiterhin zur Debatte und Spekulation anregt. Historisch gesehen stützen sich diese Theorien weitgehend auf die nicht-kanonischen Texte. Das Philippus-Evangelium, Teil der in Ägypten im Jahr 1945 entdeckten Nag Hammadi-Bibliothek, bezeichnet Maria Magdalena als Jesus Gefährtin, ein Begriff, den einige als Hinweis auf eine Ehe interpretieren. Darüber hinaus deutet es auf eine enge Beziehung zwischen Jesus und Maria hin und gibt an, dass Jesus sie oft auf ihren Mund küsste. Die genaue Auslegung dieser Worte ist jedoch unter Gelehrten ein heiß diskutiertes Thema. Eine weitere Quelle dieser Theorien ist das Maria-Evangelium, ein weiterer nicht-kanonischer Text, in dem Maria als prominente Figur auftritt, was einige dazu veranlasst, zu behaupten, sie hätte einen besonderen Platz im Leben Jesu eingenommen. Wiederum ist es wichtig zu bedenken, dass diese Texte gnostisch sind, eine Richtung des frühen Christentums mit abweichenden Ansichten von der Hauptströmung der christlichen Lehre. Zu dieser Spekulation tragen auch einige merkwürdige Phrasen aus dem Neuen Testament bei. Im Johannesevangelium, während der Kreuzigung, übergibt Jesus seine Mutter dem Jünger, den er liebte. Während dies traditionell als Hinweis auf Johannes den Apostel verstanden wird, schlagen einige Theoretiker vor, dass es sich um Maria Magdalena handeln könnte, was auf eine tiefere Beziehung hindeutet. Aber trotz all dieser Theorien ist es wichtig, an die Worte von Karen L. King, einer Professorin an der Harvard Divinity School, zu erinnern, die sagte: Es gibt überhaupt keine historischen Beweise dafür, dass Jesus verheiratet war. Aber sie sagte auch: Die Idee, dass Jesus verheiratet war, war immer ein Thema in den historischen Jesus-Studien. Dieses Zusammenfließen von Theorien rund um die mögliche Vereinigung von Jesus und Maria Magdalena stellt eine Erzählung dar, die so fesselnd wie umstritten ist. Sie bietet einen alternativen Blickwinkel auf vertraute Geschichten, entfacht die Neugier und fördert die Erforschung der frühchristlichen Geschichte. Doch sie dient auch als Erinnerung an die Wichtigkeit der Unterscheidung zwischen Fakten und Vermutungen, zwischen historischer Genauigkeit und fesselnder Erzählung. Entschlüsselung der verschleierten Kapitel, das verlorene Evangelium und die Maria Magdalena-Jesus-Erzählung. Die Erzählung von Maria Magdalena und Jesus verewigt in unzähligen künstlerischen Darstellungen, Schriften und kulturellen Texten, nimmt eine dramatische Wendung in dem kontroversen Text, das verlorene Evangelium. Hier erreicht die Interpretation der mutmaßlichen Beziehung zwischen Maria und Jesus ihren Höhepunkt, in dem nicht nur ihre Ehe, sondern auch die Existenz ihrer zwei Kinder suggeriert wird. Veröffentlicht im Jahr 2014 ist das verlorene Evangelium das Werk von Barry Wilson und Simcha Jakubowicz. Dieses Buch interpretiert eine 6. Jahrhundert-Handschrift, die im British Museum aufbewahrt wird, bekannt als Joseph und Asenet. Die Autoren schlagen vor, dass dieser antike Text, ursprünglich als moralische Erzählung gesehen, tatsächlich eine verschlüsselte Geschichte ist, wobei Josef Jesus und Asenet Maria Magdalena symbolisieren. Laut ihrer Interpretation waren Jesus und Maria Magdalena ein verheiratetes Paar mit zwei Kindern, verstrickt in einer politisch aufgeladenen Umgebung. Der Text insinuiert, dass es Attentatsversuche gegen Jesus und Maria Magdalena gab und deutet sogar darauf hin, dass Maria fast vergiftet wurde. So provokativ es war, erregte das Buch beachtliche Aufmerksamkeit. Aber mit dieser Aufmerksamkeit kam auch eine Flut von Kritik. Gelehrte auf der ganzen Welt äußerten ihre Bedenken, insbesondere über die Methodik, die bei der Interpretation des Textes verwendet wurde. Mark Goodacre, ein Professor für Neues Testament an der Duke University, äußerte seine Zweifel und sagte, dass es keine Beweise dafür gibt, dass Jesus verheiratet war. Die Kritiker wiesen auch auf das Alter und den Ursprung von Joseph und Aseneth hin. Es stammt aus mehreren Jahrhunderten nach dem Leben Jesu. Und es ist ein syrischer Text, was darauf hindeutet, dass er möglicherweise keine Informationen aus erster Hand über Jesus oder Maria Magdalena enthält. Während die Befürworter der verlorenen Evangelium-Interpretation behaupten, dass es einen frischen Blick auf die frühe christliche Geschichte bietet, hat es noch keine allgemeine Anerkennung gefunden. Die spätantike Historikerin Candida Moss äußerte sogar ihre Besorgnis über solche sensationelle Interpretationen von historischen Texten
und sagte, dass es mehr über uns aussagt als über den historischen Jesus. Obwohl der Text den Ehestatus von Jesus und Maria nicht abschließend beweist, fügt er eine weitere Komplexitätsschicht zum ohnehin schon komplexen Geflecht der frühen christlichen Geschichte hinzu. Ob Josef und Arsenet eine verschlüsselte Darstellung des Lebens von Jesus und Maria Magdalena ist oder nur eine allegorische Erzählung, hat es zweifellos ein erneutes Interesse an dem Leben der rätselhaften Figur Maria Magdalena geweckt. Wir müssen uns daran erinnern, dass die Theorien über das Leben Jesu, insbesondere über seine persönlichen Beziehungen, komplex und keineswegs geklärt sind. Dazu gehört auch seine Beziehung zu Maria Magdalena. Aber während wir uns durch diese Theorien bewegen, wird klar, dass sie uns nicht nur vielfältige Standpunkte bieten, sondern auch eine einzigartige Gelegenheit, unser Verständnis der frühen christlichen Geschichte und ihrer Schlüsselfiguren zu erforschen. Die Muse eines Malers und das Geheimnis eines Barden, Maria Magdalena in der Leinwand der Kunst und Literatur. Das Echo der Geschichte Maria Magdalenas hallt nicht nur durch alte Schriften und religiöse Doktrinen, sondern auch durch die labyrinthartigen Korridore der Kunst und Literatur. Ihre Darstellungen bilden eine vielfarbige Palette, die die gesellschaftlichen Ansichten über Frauen über die Jahrhunderte hinweg repräsentiert. Manchmal spiegeln sie diese wider, manchmal fordern sie heraus. Reisen Sie zurück in das späte Mittelalter, als Darstellungen von Maria Magdalena sie oft als die bußfertige Sünderin zeigten. Die Skulptur Bußfertige Magdalena, 1453 1455, des italienischen Malers Donatello, die im Museo dell'Opera del Duomo in Florenz untergebracht ist, fängt dieses Bild wunderbar ein. Die Skulptur zeigt sie in einem Zustand von Trauer und Reue, eine Darstellung der moralischen Transformation, die besonders während der Zeit des religiösen Umbruchs nachhallte. Im Gegensatz dazu sehen wir sie als Figur der Verehrung und tiefen Respekts in Tizians Maria Magdalena, 1555, wo sie gelassen erscheint, in einen farbenfrohen Mantel gehüllt, mit einem Glas Salböl in der Hand, einem symbolischen Hinweis auf ihre Salbung der Füße Jesu. Tizians Darstellung ist ein Zeugnis für die ehrfurchtsvolle Behandlung biblischer Figuren während der Renaissance. Beim Übergang zur Welt der Literatur sehen wir Maria Magdalena in verschiedenen Werken im Mittelpunkt stehen, die gesellschaftliche Veränderungen und sich entwickelnde Wahrnehmungen von Frauen widerspiegeln. In mittelalterlichen Mysterienspielen wie dem York Mystery Cycle wurde sie als reuige Sünderin dargestellt, die die gesellschaftlichen Normen der damaligen Zeit bestätigte. Allerdings kam es während der Aufklärung zu einem Wandel, bei dem die Literatur Maria Magdalena oft als eine Frau von Intellekt und Unabhängigkeit darstellte. Die viktorianische Literatur nutzte ihre Figur insbesondere, um gesellschaftliche Erwartungen und Frauen auferlegte Beschränkungen zu untersuchen. Zum Beispiel stellt der Roman A Drama in Muslin von George Moore aus dem Jahr 1891 eine Figur, Alice Barton, vor, die mit Maria Magdalena verglichen wird und die repressiven Geschlechternormen der viktorianischen Gesellschaft in Frage stellt und herausfordert. In der zeitgenössischen Literatur fasziniert und inspiriert die Figur Maria Magdalenas weiterhin. In Margaret Georges historischem Roman Maria, genannt Magdalena, 2002, ist sie die Hauptfigur, eine entschlossene, intelligente und spirituell tiefgründige Frau, die Eigenschaften verkörpert, die in der modernen Zeit bewundert werden. Ihre Darstellung in der Poesie ist ebenso fesselnd. Die amerikanische Dichterin Jane Kenyon stellt Maria in ihrem Gedicht Magdalena als eine Frau in ihrer eigenen Recht dar, frei von gesellschaftlichen Etiketten. Die einfühlsame Behandlung Maria Magdalenas durch die Dichterin ermutigt die Leser, sie über traditionelle Rollen und Interpretationen hinaus zu betrachten. Bildende Kunst und Literatur verschmelzen zu einem Kaleidoskop, durch das wir Maria Magdalena betrachten. Jedes Stück spiegelt einen anderen Farbton der gesellschaftlichen Einstellung zu Frauen wider. Ihre Verwandlung von einer reuigen Sünderin zu einer erleuchteten Jüngerin und manchmal zu einer Autoritätsperson und Führungsperson fasst die wechselnden Wahrnehmungen der Rollen von Frauen über die Jahrhunderte zusammen. Diese Darstellungen Maria Magdalenas in Farbe, Marmor oder geschriebenem Wort ermöglichen es uns, in unsere Vergangenheit einzutauchen und die Evolution der gesellschaftlichen Einstellungen zu Frauen zu markieren. Aber sie richten den Blick auch in die Zukunft und drängen uns zu einem breiteren Verständnis,
der Rollen und Fähigkeiten der Frauen. Von Kanzeln zur Wahrnehmung, die Choreografie der Kirche von Maria Magdalenas Erzählung. In dem grandiosen Spiel der religiösen Geschichte war die Darstellung Maria Magdalenas durch die Kirche nichts weniger als ein dynamisches Spektakel, das eine Mischung aus Bewunderung, Kontroverse und Nachdenklichkeit hervorruft. Diese Inszenierung hat ein komplexes Gewebe des Einflusses gewebt, das subtil die Erzählung um die Rolle der Frauen im Christentum lenkt und gesellschaftliche Perspektiven prägt. Im 6. Jahrhundert hielt Papst Gregor der Große eine Reihe von Predigten, die für immer die Grenzen zwischen Maria Magdalena, Maria von Bethanien und der namenlosen Dame der Nacht, die die Füße Jesu salbte, verwischen würden. Diese Vermischung war mehr als ein einfacher Fehler. Sie repräsentierte die Verschiebung der Kirche hin zur Betonung der Moral der Buße. Maria Magdalena, einst eine begeisterte Anhängerin Jesu, wurde nun als bußfertige Sünderin in den Vordergrund gestellt, was den Ton für die Wahrnehmung von Frauen in der Kirche setzte und was diese anstreben sollten. Diese Wahrnehmung von Maria als reuiger Sünderin setzte sich durch das Mittelalter und in die Renaissance fort. Ein Zitat, das dem heiligen Augustinus in dem Manuskript des 13. Jahrhunderts die goldene Legende zugeschrieben wird, beleuchtet diese Perspektive. Die Frau, die Lukas als sündige Frau bezeichnet, die Johannes Maria von Bethanien nennt, glauben wir, ist die Maria, aus der nach Markus 7 Dämonen ausgetrieben wurden. Im Gegensatz dazu behielt die ostorthodoxe Kirche eine andere Erzählung bei. Maria Magdalena wurde als Myrrenträgerin und gleichgestellt mit den Aposteln verehrt, was sie als ein Vorbild des frommen Glaubens und der standhaften Jüngerschaft darstellte, abseits von der Geschichte von Reue und Buße, die im Westen gesponnen wurde. Mit der Zeit der Reformation stellte Martin Luther, eine zentrale Figur dieser Bewegung, die Vermischung von Maria Magdalena mit der namenlosen Frau in Lukas 7 in Frage. Diese Untersuchung signalisierte den Beginn einer Veränderung in ihrer Erzählung und öffnete die Türen für eine kritische Neubewertung ihrer Rolle in der Kirche und im Christentum insgesamt. In der Aufklärungszeit stellte der Jesuitengelehrte Jean-Baptiste Cotelier in seinem Werk »Kirchliche Schriftsteller« aus dem Jahr 1672 die etablierte Erzählung in Frage, indem er Maria Magdalena, Maria von Bethanien und die namenlose Frau in drei separate Charaktere aufteilte. Seine Arbeit drängte die Kirche und die Gesellschaft dazu, Frauen in einem breiteren Kontext zu sehen, außerhalb der Grenzen von Buße und Sünde. In neueren Jahren erhob Papst Franziskus Maria Magdalenas liturgisches Gedenken im Jahr 2016 zu einem Festtag, gleichgestellt mit den übrigen Aposteln, was auf eine Anerkennung ihrer wichtigen Rolle als Apostelin der Apostel hindeutet. Diese Handlung könnte als Bemühung der Kirche gesehen werden, ihr missverstandenes Erbe zu korrigieren und die Bedeutung der Rolle der Frauen im Christentum zu betonen. Der Kelch und die Jungfrau. Verfolgung der Verbindung Maria Magdalenas zum Heiligen Gral. Die Geschichte von Maria Magdalenas Verbindung zum legendären Heiligen Gral zu entwirren, gleicht dem Eintauchen in einen Kriminalroman, gefüllt mit kryptischen Symbolen, tief verwurzelten Überzeugungen und faszinierenden Interpretationen. Diese abenteuerliche Erforschung beginnt im frühen 12. Jahrhundert mit Chrétien de Troyes, einem französischen Dichter, dessen Arbeit den Gral erstmals einführte, nicht als religiöses Artefakt, sondern als ein geheimnisvolles, begehrtes Objekt. Mit der Entwicklung der Gral-Legende über die Jahrhunderte hinweg veränderte sie sich und verwandelte sich von einem einfachen Servierteller in den begehrten Heiligen Gral, den Kelch, den Christus beim letzten Abendmahl benutzte. Parallel zu dieser Entwicklung tauchte eine faszinierende Hypothese auf. Theoretiker schlugen vor, dass der Gral kein physisches Objekt war, sondern ein metaphorisches, das Maria Magdalena symbolisierte, die laut alternativen Erzählungen gedacht war, die Blutlinie Christi getragen zu haben. Diese transformationale Theorie fand ihre Wiege in den rätselhaften Geschichten der Tempelritter, einem mittelalterlichen katholischen Militärorden, der für seine Geheimhaltung und Spekulationen bekannt war, den Heiligen Gral zu besitzen. Ihre kodierte Sprache und Symbole beinhalteten oft einen Kelch und eine Frau, was der Theorie von Maria Magdalena als symbolischem Heiligen Gral Auftrieb gab. Die Idee gewann im 20. Jahrhundert erheblich an Schwung durch die Arbeit von Margaret Starbird, die Frau mit dem Alabasterglas. Starbird schlug vor, das Sangreal,
ein anderer Name für den Heiligen Gral, eine absichtliche Falschschreibung von Sangreal oder königliches Blut sei, was auf Marias vermutete Rolle als Trägerin der Abstammung Christi hinweist. Im Bereich der Popkultur erlebte diese Hypothese ein regelrechtes Aufblühen im späten 20. und frühen 21. Jahrhundert. Vielleicht das bekannteste Beispiel dafür ist Dan Browns Der Da Vinci Code, in dem er Maria Magdalena kunstvoll in die Erzählung als den Heiligen Gral selbst einwebt, basierend auf Interpretationen von Leonardo da Vincis Kunst. Obwohl das Buch ein Werk der Fiktion ist, entfachte es erneut Diskussionen über Maria Magdalenas Rolle in der christlichen Geschichte und die breitere Symbolik des Heiligen Grals. In Bezug auf Kunstwerke wird die vermutete Verbindung oft durch Gemälde aus der Renaissancezeit symbolisiert. Ein bemerkenswertes Beispiel ist Leonardo da Vincis Das letzte Abendmahl, wo einige, wie die Autoren Lynn Picknett und Clive Prince in ihrem Buch Die Tempelritter-Offenbarung, argumentieren, dass die Figur zu Jesus Rechten nicht Johannes der Apostel ist, wie traditionell interpretiert, sondern eine weibliche Figur, die Maria Magdalena symbolisiert. Das Flüstern von Maria Magdalenas Verbindung zum Heiligen Gral hallt auch in dem mystischen Land Glastonbury, England, wieder, wo Folklore Geschichten von Joseph von Arimathea spinnt, der mit dem Heiligen Gral ankommt. Der mystische Glastonbury-Tor wird von einigen geglaubt, den Heiligen Gral tief in seinen Wassern zu halten, was das Geheimnis von Maria Magdalena und ihrer vermuteten Verbindung zu diesem verehrten Artefakt weiter unterstreicht. Das Labyrinth des Lichts, Katharismus, Maria Magdalena und der Tanz des Heiligen Weiblichen. Eine faszinierende Vermischung von Glaube und Volkskunde im mittelalterlichen Europa ist die Bewegung der Katharer, eine christliche, dualistische oder gnostische Sekte, die vom 12. bis zum 14. Jahrhundert vorherrschte, hauptsächlich im Süden Frankreichs. In ihrer Lehre von asketischer Reinheit betrachteten die Katharer Maria Magdalena mit Ehrfurcht. Oft sahen sie in ihr eine Gefährtin von Jesus, ein Echo des Heiligen Weiblichen in ihrem Glaubenssystem. Der Katharismus, abgeleitet vom griechischen Wort Katharoi, was die Reinen bedeutet, widersetzte sich den starren hierarchischen Strukturen der Kirche. Er neigte zu einem egalitäreren Glauben, in dem Frauen, wie es Clermont de Fonfroy, führende Rollen als spirituelle Führerinnen einnahmen, ein krasser Kontrast zu den patriarchalischen Normen der Kirche zu dieser Zeit. Diese offene Haltung gegenüber der Rolle der Frauen bereitete den Boden für die höhere Wertschätzung von Maria Magdalena in ihrem spirituellen Rahmen. Die Legende von Maria Magdalenas Ankunft in der Provence, Frankreich, nach der Kreuzigung Christi, trug zu ihrer Bedeutung in der Katharer-Tradition bei. Als Figur der Widerstandskraft und Stärke symbolisierte sie die göttliche Weisheit und wurde oft mit einem Buch dargestellt, ein Zeugnis für ihre vermeintliche Rolle als Verbreiterin der Lehren Christi. Diese Darstellung von Maria Magdalena spiegelte das Katharer-Konzept des Consolamentum wider, einer sakramentalen Handlung der spirituellen Erleuchtung und Reinigung, die ihre Stellung in ihrem Glaubenssystem erhöhte. Mit der erhöhten Position von Maria Magdalena ebneten die Katharer den Weg für die Erforschung des Heiligen Weiblichen im Christentum und darüber hinaus. Dieses Konzept, das in der patriarchalischen Struktur vieler Religionen weitgehend schlummerte, stimmte mit dem Wesen von Pflege, Weisheit und spiritueller Gleichheit überein. Es ging nicht nur um die Rolle der Frauen innerhalb der religiösen Hierarchien, sondern um die Balance von männlichen und weiblichen Energien innerhalb der göttlichen und menschlichen Bewusstseins. Maria Magdalenas Weg von einer missverstandenen Figur zu einem Symbol des Heiligen Weiblichen findet Echos in anderen religiösen Traditionen. Im Buddhismus entspricht die verehrte Figur der Tara, der mitfühlenden Persona von Maria Magdalena. Auch der Hinduismus umarmt das Heilige Weibliche mit seinem Pantheon von Göttinnen wie Kali, Saraswati und Lakshmi, die jeweils unterschiedliche Aspekte des göttlichen Weiblichen verkörpern: Stärke, Weisheit und Wohlstand. Während sich Maria Magdalenas Erzählung mit der Geschichte der Katharer und der Erforschung des Heiligen Weiblichen verflechtet, wandern wir in das Labyrinth der Geschichte, Religion und Symbolik. Dieses Labyrinth des Lichts, das den Glanz der weiblichen Göttlichkeit reflektiert, bringt die Erinnerung an die Katharer hervor, verfolgt und zum Schweigen gebracht während des Albigenserkreuzzugs im 13. Jahrhundert. Doch hinterlassen sie eine unauslöschliche Spur
in den Seiten der spirituellen Evolution. Im flüsternden Wind der Ruinen von Montségur, einer Katharer-Festung in den französischen Pyrenäen, kann man fast das Echo des Katharer-Credos hören, ihr letztes Testament des Glaubens. Das Licht, das im Herzen scheint, scheint in der Dunkelheit. Es wird nicht begriffen und es wird niemals erlöschen. Wenn wir den Vorhang auf dieser Reise schließen, die Fußspuren von Maria Magdalena und den Katharern durch die Korridore der Zeit nachzeichnend, bleiben wir zurück mit einer Leinwand, die mit Widerstandskraft, Weisheit und dem göttlichen Tanz des heiligen Weiblichen bemalt ist. Neben diesen geheiligten Echos finden wir uns in einem Universum reich an Symbolik wieder, das die Balance von weiblichen und männlichen Energien umarmt, die unser spirituelles Bewusstsein prägen. In den Worten von Helena Petrovna Blavatsky, einer Gelehrten der Religion und Spiritualität, keine spirituelle Wahrheit ist sicher, bis sie in den göttlichen Tiefen des eigenen Wesens verankert ist. Die Reise von Maria Magdalena und den Katharern dient als mächtige Erinnerung an diese Wahrheit und fordert uns auf, die unerforschten Tiefen in uns zu erforschen, bis wir uns auf ein weiteres Abenteuer durch die Seiten der Geschichte und des Glaubens begeben. Denken Sie daran, zu erforschen, zu hinterfragen und vor allem den Echos der Vergangenheit zuzuhören, denn sie flüstern oft die Weisheit der Zeitalter. Danke, dass Sie uns auf dieser Reise begleitet haben, und wie immer, bleiben Sie dabei, die Schatten zu erleuchten.